So, hallihallo Freunde, da sind wir wieder mit einem neuen Kipper-Video. Und zwar haben wir hier den Reifen gefreckt an der Maschine. Jo, wieder mal zu viel Matsch zwischen die zwei Zwillinge gedrückt. Aber das kann ich gleich noch zeigen. Jetzt sind wir erstmal hier dabei. Hier habe ich noch zum Glück durch Zufall gerade ein paar Ladewarnfelgen geschenkt gekriegt. Ich habe noch eine und auch noch passende Reifen. Jetzt werden wir die erstmal hier mit dem Bagger runterdrücken. Ich habe jetzt keinen Bock, den Spalter aufzubauen. Und dann ja, werden wir die montieren. Mal gucken. Ich habe gesehen, an dem Kipper sind einige Radschrauben ziemlich fertig. Mal gucken, ob man da was aufschweißen muss, dass man die nochmal zum Drehen kriegt. Ja, was haben wir hier noch? Das ist hier der 6x205er Lochkreis. Wenn ich mich alles täuscht, habe ich an dem Kipper den gleichen Lochkreis. Tja, ich hoffe, das passt also. Na, jetzt drücken wir den erstmal hier runter, gucken, ob das wenigstens funktioniert. Mal völlig problemlos. Top. Jetzt muss man das nur noch demontieren. Wie sieht die Felge hier innen drin aus? Oh, geht sogar noch. Ich dachte, die wäre schlimmer. Tjo. So, ich mache dann mal noch die Nummer 2 und dann holen wir mal den Kipper hoch und gucken mal, ob das da auch so problemlos abgeht, beziehungsweise ob die Gummis auch so leicht abgehen. Wird sich zeigen. So, jetzt sind hier beide ab. Die sind ganz schön hart, ey. Hier natürlich noch ein bisschen entrosten. Gerade ein bisschen Grundierung drauf vielleicht oder auch Rostumwandler. Dann ist das gut. Das Ding muss ja auch funktionieren jetzt. Ja, und das hier sind die neuen Schuhe für das Gerät. In der Größe 11580-15-3. Die kann man übrigens, für Leute, die es interessiert, noch gerade so auf der Felge hier fahren. Die hier sind ja 10-75-15-3. Die Felge ist 9x15. Aber das geht. Das habe ich auf meinem Kipper auch schon gemacht. Und ja, nochmal vielen Dank, Toni. Freundliche Spende vom Arbeitskollegen. Die sehen auch sehr geil aus. Ja. Die montieren wir jetzt da drauf. So, eine haben wir mal abgekalbst. Jo, bisschen Rost nur, aber kommt ja neuer Schlauch rein. Ach, da passiert eh nichts mehr in den nächsten
2 Jahren von mir ist, kann dann ja die Achse und der Kipper auseinanderfallen. Aber wäre schön, wenn die Räder noch dann funktionieren. Aber jo. Hier seht ihr auf jeden Fall, der hier ist ohne Luft. Weil ist hier auch kein Wunder, hier drückt sich überall der Scheiß durch. Seht ihr, hier oben, platt. Reißt das Ventilchen ab, dann ins Ende Gelände. Das Ventil sitzt aber auch gerade hier innen drin. Hier ist es. Hier ist es sogar noch drauf. Aber es muss sich ja nur ein bisschen wegbiegen und schon. Naja, wir zeigen euch trotzdem jetzt noch. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Nochmal, wie die andere abging. So im Wasser. Ja, wenn du mal bei der Hand bist, auf deiner Seite. Der harte Eisen, ey. Mein Eisen frei! Mal mit dem anderen Eisen da rein. Ja, haben wir zwei Eisen drin. Nee, auf der Seite geht's ja. Perfekt. So, gucken wir, ob wir da einen Schlauch rauskriegen. Mann, der rutscht so gar nicht. Komm da. Regnet es jetzt oder was? Boah, mei. Die geht aber noch. Das Leben fickt mich nur. Die geht aber noch. Ecke. So. Ein klar geht die noch. Die muss gehen. Was ist die beste Eisenpatrone, was du finden kannst, oder? Eisen? Elsa? Ja. Da, eine Kielplatz. Die dürfen noch nicht so hoch sein.
kann ich Fingernägel um. Der Motherfucker hängt da immer noch im Loch. Die hat den Ton hier mitgebracht. Ja. Das? Ein Glück, so ein Glück. Wieder kostenlos Felgen, gute Reise geschenkt gekriegt. Kostenlos Felgen. Perfekt. Hat Frage nicht mehr. Felge ist befreit vom Reifen. Wie lange hat es jetzt gedauert? 7 Minuten, sagt die GoPro. Also alles gut. Kann man ruhig mal so machen. So, jetzt hier ein bisschen mit der Drahtbürste drüber rennen, bisschen Lack drauf jauchen und dann ist das gut. Die sind jetzt hier professionellst entrostet. Jo, reicht auf jeden Fall. Die sollte man vielleicht noch ein bisschen Trockenreibe. Und hier haben wir jetzt schon hier professionellst das Felgenhorn mit Zinkspray bearbeitet. Normalerweise ist es ja auch so, wenn der Reifen hier gegen drückt, kommt da auch kein Wasser mehr rein. Deswegen muss man wenigstens dafür sorgen, dass das hier gerade ist, damit er da abdichten kann. Ja, das Zinkspray. Oh ja, nicht. Für mich hier der ganze Hub grau. Ja, aber das funktioniert ganz gut mit dem Zinkspray. Lang für den Karren. Jetzt kann man auch gut erkennen, warum der Reifen da freck geht. Ich sehe, wie viel Matsch hier dazwischen klebt. Einen haben wir jetzt schon montiert, den zweiten zeigen wir euch noch. Jo, schön. Alter. Aber der ist noch gut. So, jetzt hoffen wir mal nur, dass der Lochkreis passt. Das habe ich nur mal so halbherzig gemessen. Monsterreifen an, der passt sogar. Klar, hier hinten ist ein bisschen eng, aber das biegt sich weg. Das nächste Mal, da irgendwo mit dem Dreck rumgefahren wird, ist das eh wieder woanders. So. Geil. So, jetzt müssen wir nur noch auf der anderen Seite rummurksen. Weil da haben wir noch das Problem, dass wir hier zwei Schrauben haben, die nichts mehr tun. Hier unten ist fest wie Sau. Und hier ist fest gerostet. Jo.
Ja, so ist das halt mit so einem alten Scheiß. Aber das kriegen wir auch noch hin. So, jetzt haben wir hier mal unser Schweißgerät da wieder mal aufgebaut. Hier eine kleine Mutter. Die werden wir jetzt hier so drauf braten. Und dann können wir die bestimmt locker easy aufdrehen. Hoffe ich mal. Da lacht er nur. Viel Spaß. Bei Knuff und alles. Fabi macht alles. So, los geht die wilde Fahrt. Was machst du da? Film. So, jetzt drehen wir mal ein bisschen. Kacke, ne? Ohne Masse nix da. Ohne Masse nix, schweißi, schweißi. Komm, jetzt übertreib nicht. Ey, ich wollte doch nicht, ich wollte die noch zumachen. Ich wollte eine Hutmutter draußen machen, Janik. Moment, so groß, nicht so warm, die passt nur drauf. Ja, das wäre. Voll am Glühen, ey. Ey, Glüh. Muss der Hammer her. Ja, klar. So, jetzt der große Test. Ach, easy peasy. Lemon squeezy. Bisschen heiß. So, jetzt müssen wir erst nochmal die anderen Gummis montieren, wa? GoPro-Akku ist leider leer, deswegen muss ich hier mit dem Handy rumaskeiern. Und gleichzeitig hier soll ich mich mal wie ein Fettsack drauflehnen. Und du, Janik, machst das alles. Ja. Ach, das ist scheiße mit einer Hand, ey. Jo. Prinzipiell, wenn ihr euch das interessiert, ich habe ja schon mal ein Kipper-Video gemacht, also von meiner Kipper-Restauration, da haben wir das auch schon mal gemacht. Ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, aber was willst du machen? Ich muss dem halt hier helfen, ne? Sonst ist das alles Murks. Hau ab. Okay, dann gucken wir gleich nochmal rein, wenn wir das alles montiert haben. Boah, ist das ein geiler neuer Anhänger. Der sieht ja komplett anders aus, das Gerät. Nee, sieht auf jeden Fall deutlich besser aus, muss ich sagen. Jo, montiert. Radschrauben habe ich sogar noch welche gefunden von meinem Allgäuer, von der Vorderachse. Das sind zufällig die gleichen, die habe ich damals neu gemacht, sodass wir hier diese geschweißte nicht nochmal einbauen müssen. Mussten, wie auch immer. Jo, jetzt ist das hier wieder alles Taco. Keine Ahnung, wie lang das Video wird. Wahrscheinlich eher ein kürzeres Video, aber das ist aus dem Bereich mal wieder mitgenommen. Und ja, das war mal eine schnelle Reparatur. Jetzt ist der Kipper wieder einsatzbereit. Überleg noch, ob ich hier den ganzen Bums einfach abschneide, den Kotflügel da. Stört sowieso nur rum. Aber Plan ist es ja irgendwann so, wenn die Baustellenphase mal fertig ist, dieses Obergestell abzubauen. Hier diesen doppelten Rahmen. Sieht man ja. Und einfach auf ein neues Fahrgestell zu setzen. Dann hat man einen schönen kleinen Kipper. Jo, und hat den ruckzuck fertig. Vielleicht noch eine andere Achse, aber jetzt habe ich wenigstens schon mal passende Räder, die geil dazu passen. Das steigste zu Achse-Verhältnis ist im Moment ziemlich beschissen, also der fährt sich nicht so gut rückwärts. Er könnte auf jeden Fall weiter hinten sein, die Achse. Aber das kann man dann ja noch alles anpassen. Jo, ist halt ein LKW, deswegen ist die Achse ziemlich mittig unter der Ladefläche. Weil normalerweise hat man ja diese Nachlaufprobleme nicht so oder diese Stützlastprobleme wie hier beim LKW. Man muss sagen, der hat auch fast keine Stützlast da drauf. Aber nee, das sieht doch schon mal ganz geil aus. Haben wir jetzt hier rundherum, hier liegt noch der ganze andere Schrott drauf. Also wenn hier jemand LKW-Reifen braucht, die haben sogar eine 80 km/h zulassen und sind von 2017.
soweit ich das gesehen habe. 215 75 R17,5. Jo, kann mich gerne mal anschreiben auf meine E-Mail-Adresse und dann werden wir uns da bestimmt einig, wenn jemand brauchen kann. Gut, und ich würde sagen, das war's für dieses Video. Ich räume jetzt hier noch auf, kriegt der Vater ihren Anfall, wie sein Hof aussieht. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den Kanal, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.